Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Mittwoch, der 29. Januar 2014. Mein Name ist Norbert Giso. Ja, ich habe von einigen Freunden und Klienten gehört, dass der gestrige Tag und die Nacht nicht ganz einfach für sie waren. Viele Ängste sind aufgestiegen. Viele Leute fühlten sich schwer und belastet. Kann hier astrologisch sich spiegeln in der Verbindung der rückläufigen Venus mit dem Pluto, wo gestern Abend, Nacht ja der Mond rüberlief und seine Energie dort reingebracht hat. Das ist schon eine Konstellation, die in die Tiefe reicht, die dort Dinge aktivieren kann, die sonst unbewusst dort lagern, wie Ängste oder Zwänge oder negative Haltungen. Und das kann jetzt nach oben kommen. Venus wird übrigens am Freitag, den 31. wieder direktläufig, löst sich also hier aus dieser Verbindung, die nicht stattfinden wird. Dann ab Freitag wieder eine direktläufige Venus, was auch eine Erleichterung in Beziehung bringt. Viele Verknotungen werden sich dann allmählich wieder auflösen. Davon aber dann morgen oder am Freitag noch mehr. Auch am Freitag wechselt Merkur jetzt im 28. Grad des Wassermanns in die Fische. Das heißt hier, alles was Merkur betrifft, Kommunikation, Information, Lernen, Denken, wird sich verändern, wird von der luftigen, quirligen Wassermannseite in die mehr emotionale, tiefgründigere Fischeseite wechseln. Da tut sich auch was am Freitag. Aber der entscheidende Impuls ist tatsächlich der Neumond morgen Abend am Donnerstag um 22.40 Uhr. Der Mond jetzt hier noch im Steinbock wird morgen früh um 5:30 in den Wassermann wechseln und dort dann auf die Sonne zulaufen, bis er sie dann um 22.40 Uhr erreicht. Sonne und Mond verschmelzen für einen Moment, der Mond zieht an der Sonne vorbei, nimmt neue Informationen auf, der alte Zyklus ist beendet, der neue Zyklus beginnt im Wassermann. Und im Wassermann geht es ganz stark um Freiheit. Das bedeutet also die Freiheit, der zu sein, der wir sein wollen, das zu tun, was wir tun wollen, das zu denken, was wir denken wollen. Entschuldigung, uns mit den Menschen zu umgeben, mit denen wir zusammenwirken wollen, mit denen wir uns geistig verbinden wollen. Und dieser Neumond wird uns eben auch aufzeigen, in welcher Form diese Dinge, diese Freiheit für uns nicht möglich ist, weil wir an bestimmte Dinge gebunden sind. Und diese Bindung zeigen sich eben hier auch durch Pluto, Venus im Steinbock. Gerade auch vielleicht auch ungesunde Bindungen an andere Menschen. Und auch der Mond im Steinbock heute, auch am Mittwoch dort, zeigt uns halt unsere Bindung, wo wir an die Materie gebunden sind, wo wir an Verpflichtungen, an Regeln, an Gesetze gebunden sind. Und das ist ja jeder von uns mehr oder weniger durch seine Arbeit, seine Familie, vielleicht auch durch seinen inneren Taktgeber. Müssen wir zu bestimmten Zeiten aufstehen? Das bedeutet, wir müssen wieder zu bestimmten Zeiten ins Bett gehen, damit wir genügend Schlaf bekommen. Wir müssen zu bestimmten Zeiten bestimmte Dinge essen und haben schlechtes Gewissen und auch Konsequenzen, wenn wir dagegen verstoßen, etc. etc. So sind wir an vielfältige Dinge hier in der materiellen Welt gebunden. Eine materielle Welt, über die sich das Luftzeichen, das letzte Luftzeichen, Wassermann gerne erheben möchte, da drüber stehen, frei sein davon. Und hier können wir in diesen Tagen diese Polarität, Freiheit, Unfreiheit gut erkennen, sehr gut erkennen. Und wir werden sicherlich nur Freiheit für uns bekommen können, wenn wir auch die Gebundenheit anerkennen und annehmen. Nur dann ist es uns halt möglich, sozusagen den Schritt darüber hinaus zu machen. Gut, das waren so einige Worte schon mal zum Neumond. Morgen am Donnerstag dazu noch mehr. Wünsche uns allen einen schönen Mittwoch. Schaut genau hin.
Bis dahin alles Liebe und tschüss.